Ja, Leute, ich bin hier gerade im Hörstudio in Bremen und ich bekomme von der Firma Hörlux einen In-Ear-Schutz. Das heißt, keine großen Mickey-Mäuse mehr, sondern ein ganz kleiner Gehörschutz, der automatisch ist. Das heißt, er schaltet auch beim Knall ab. Und da wollen wir heute mal einen Gehörabdruck nehmen und alles, was damit dazugehört. Deswegen im Hörstudio, professionell, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich würde sagen, starten wir mit einem. Was wolltest du jetzt machen? Wir gucken erstmal in die Ohren rein. Erstmal in die Ohren reingucken. Kurzer Hörtest und dann machen wir die Abdrücke vom Ohr. Gewaschen habe ich sie, also legen wir los. Wir werden sehen. Okay. Gut. Als erstes wurde mit einer Kamera in mein Ohr geschaut, um zu wissen, wie mein Gehörgang verläuft. Ist der schiefer als der andere? Geht steil nach oben. So wie ich halt, ne? Steil nach oben. Aber aber die Ohren sind sauber, es ist alles frei, wir können wunderbar arbeiten. Sehr schön. Dann wurde geschaut, ob ich eine Fehlfunktion beim Hören habe. Diese wird dann berücksichtigt bei der Produktion des In-Ear-Gehörschutzes. Hierzu wurde ein ganz normaler Gehörtest gemacht. So, ich spiele das immer ein bisschen lauter vor, damit du weißt, wie es klingt. Ja. So klingt das Ganze. Rechte Seite, linke Seite. Ja. Und von der Darstellung her ist es so, hat eben so eine Kante drin. Mhm. Aber es geht auch wieder hoch und das ist eben genau das, was ich meine. Man kann immer so einen Cut erkennen, mhm, wenn man viel geschossen hat. Okay. Ja, also das ist schon sichtbar. Aber eben auch nur auf einer Seite. Ja. Zum Schluss wurde Watte eingelegt, damit die Masse für den eigentlichen Abdruck nicht so weit an mein Trommelfell gelangt. Dieser Abdruck wurde schnell hart und direkt danach in einem 3D-Scanner vermessen und digitalisiert. So, der Gehörabdruck ist jetzt gemacht, jetzt wird das eingeschickt zu Hörlux und die fertigen letztendlich den gesamten In-Ear-Schutz mit Elektronik, mit Batterie, mit Mikrofon, was alles drin reinkommt und dann sehen wir uns hier in 2 Wochen wieder, wo wir, oder ich eher gesagt, die Hörprobe nochmal mit dem Teil selber machen und schauen, ob das alles passt und dann kann ich es auf der Jagd verwenden. So, nachdem jetzt die Hörlux-Geräte fertiggestellt wurden, wurden die einmal Probe getestet auf Dichtigkeit, ob die auch wirklich so funktionieren und dicht machen. Und man sieht jetzt, richtig, richtig schön klein. Die haben ein ganz kleines Batteriefach drin. Ich will es jetzt gar nicht aufmachen, sonst kommt die kleine Batterie raus. Und schaltet man hier vorne im kleinen Rädchen auf an. Und dann kommen die rein, sitzen sofort. Und man hört tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht die erste Yacht, die ich damit mache. Das ist, ich habe schon ein paar Krähenjachten mitgemacht. Von daher kann ich wirklich sagen, das stört überhaupt nicht. Man hat keinen anderen großen Gehörschutz. Und wenn die Flinte sitzt, dann hat man einfach nichts am Ohr. Ist perfekt. Ja, und heute liegen auch schon ein Hase und 2 Gockel. Von daher bin gespannt. Das nächste Treiben beginnt. Ich lade jetzt die Waffe. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir heute noch was zur Strecke beitragen können.